guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen des Studio Hochbauer. Wir sind jetzt am Ende der Konzeptphase zu der Aufgabenstellung des Superzentrums Buktor. Heute haben Sie anhand des Vortrags, eigentlich nicht der Vorträge, des Vortrags der beiden österreichischen Künstler Marco Lulic und Markus Geiger die Möglichkeit, ihre Konzepte zur Aufgabenstellung des Superzentrums noch abzugleichen, eventuell nachzujustieren oder falls manche von Ihnen noch keine eindeutige Haltung zu diesem Thema entwickeln kann, Impulse dafür zu generieren. Beide Künstler arbeiten stark konzeptuell, das heißt, sie arbeiten mit Kontexten, Bedeutungen und Assoziationen und hinterfragen gewohnte Sichtweisen, Begriffe und Zusammenhänge und erfinden gegebenenfalls auch neue Regeln. Das war ein wesentlicher Grund, dass wir die beiden hier eingeladen haben. Wir haben ähnliche, wir müssen mit ähnlichen Bedingungen arbeiten, um zu neuen Ergebnissen zu kommen, denn Dekorationen ersetzen Konzepte nicht. Und das ist in diesem Fall ein besonderer Leitspruch, würde ich sagen. Markus Geiger, in der Schweiz geboren, hat in Wien an der Akademie der Bildenden Künste an der Meisterklasse für Bühnenbild bei Lois Weg studiert. Er hat, glaube ich, vorher kurz zwei, drei Semester Architektur studiert, so wie ich da in einer Biografie entnommen habe. Er arbeitet vorwiegend mit armen Materialien, Frotté oder Filz sind seine Hauptmaterialien, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Er hat im Rahmen einer Einzelausstellung in der Sezession ist es ihm gelungen, mit einer relativ einfachen Idee nicht nur den nationalen Boulevard, sondern auch international Aufregung erregt, indem er die Sezession rot anstreifen hat lassen. Ein Tabubruch sozusagen, der höchste Erregung erfolgt in Wien und den öffentlichen Geist hervorgerufen hat. Also nur beim Blauen. Markus Geiger unterrichtet derzeit in Prag an der Hochschule der Künste im Rahmen einer Gastprofessur. Marco Lulic, kann man schon fast sagen, die nächste Generation, 15 Jahre jünger, hat an der Hochschule für angewandte Kunst studiert und auch noch an der Akademie der Bildenden Künste. Er hat trotz seines zarten Alters eine beachtliche ein beachtliches Werk vorzuweisen und vor allem eine beachtliche Wahrnehmung, mediale Wahrnehmung erzielt bereits. Und beide haben natürlich wichtige nationale und internationale Preise erhalten und sind auch im In- und Ausland mit wesentlichen Ausstellungen in den wichtigen Ausstellungsstätten vertreten. Marco Lulic habe ich auch gesehen, er hat schon eine große Anzahl von Lectures in Europa und in Amerika gehalten. Und ein Werk ist
derzeit auch im öffentlichen Raum von Ihnen zu sehen. Das ist am 20. des 20. Jahrhunderts eine Arbeit, Kunst am Bau, könnte man sozusagen sagen. Das Weitere werden Ihnen die beiden jetzt in Ihrem Doppelvortrag sozusagen näher bringen und bedanke mich sehr bei den beiden, dass Sie heute gekommen sind und wünsche Ihnen noch viel Vergnügen. Das ist
ehemaliges West-Berlin, Palaststraße nennt sich das. Wie es so viele Bunker in Berlin verteilt gibt, genauso wie in Wien, ist man dort relativ nüchtern und einfach damit umgegangen, indem dass man das jetzt nicht ignorieren konnte, aber man hat es einfach sozusagen wie stehen lassen und drüber gebaut und somit eigentlich ein relativ ehrlicher und doch finde ich zumindest von, wenn man mit Kunst oder mit architektonischen Sachen vertraut ist, doch ein interessantes Objekt. Wie können Sie das eigentlich filmen als Beispiel? Das ist ein, von der Haltung her, mehr oder weniger ein sehr gelungenes Beispiel von Anführungsstrichen Kunst am Bau, das so Sachen wir auch als Künstler konfrontiert sind, obwohl wir andere. Wenn du jetzt hier eingeladen gewesen wärst für Kunst am Bau für diesem Gebäude, dann wäre es wahrscheinlich bei beiden so gewesen, dass man gesagt hätte, die Skulptur ist schon erledigt. Mit dem Bunker und eigentlich muss man nichts hinzufügen. Das macht es so sympathisch, dass man nicht gefragt wird. Aber damit kann man vielleicht auch so ein bisschen anreißen, die Unterschiede in der Praxis. Ne? Wobei das natürlich immer dieses Anreißen von Praxis und Vergleiche zwischen den künstlerischen Medien nicht auskommen ohne Klischees. Die ich jetzt auch rutsche. Die Kunst ist natürlich sehr mannigfaltig und es gibt unterschiedliche Richtungen und Möglichkeiten und Praxen und Sichtweisen der Kunst, aber es gibt eben, sagen wir mal, einen Teilbereich der Kunst, wo Scheitern nicht nur möglich ist, sondern teilweise erwünscht. Und vielleicht ist das eine plakative Art, den Unterschied darzustellen. Das heißt, es kann in bestimmten Teilen der Kunst passieren, dass man nicht nur ein Ergebnis hat, das scheitert, oder wenn man später sagt, scheiße ist, sondern dass das die konkrete Aufgabe ist. Und vielleicht liege ich da falsch, aber das ist ein Unterschied zur Architektur, weil ich denke, in der Architektur wird das sehr selten passieren, dass ein Auftraggeber fragt, kennt man das noch ein bisschen wackeliger und brüchiger und ob jetzt vom Material her oder vom Inhalt oder von was auch immer ganz knapp am Zerbrechen machen oder vielleicht sogar am Zerbrechen machen. Also sicher mal Eiweil reinnehmen, jetzt Dokumenta, das ist nicht mein Lieblingskünstler, aber der hat ein Objekt gebaut, wo der Architektur auch mitgearbeitet hat in China, aber das hat er als Künstler gemacht, Dokumenta, dieses Objekt aus chinesischen Holzbein, glaube ich, und dann kam da Kahn, das sieht zusammen und das Kommentar des Künstlers war nicht nur, dass das jetzt ein Wert gestiegen ist, sondern das heißt, das bessere Werk. Ich nehme an, dass das bei einem eingestürzten Gebäude seltener passiert als Kommentar. Das ganz banal, aber damit auch ganz banal gesagt, dass wir bestimmte Vorteile haben, aber dass wir natürlich auch sprechen einer Situation des Respekts für ein viel komplexeres Unternehmen, das Architektur ist, und darum sind wir heute auch nicht da, um groß jetzt zu helfen, wie Sie Ihre Projekte da besser realisieren können, sondern wir sind wahrscheinlich eher da, um nochmal mit anderen Praxen und so weiter noch mehr zu verlieren, befürchte ich. Dann werden wir jetzt so abwechselnd ein bisschen im Schnellvorlauf ein bisschen was zeigen und gegenseitig vielleicht fragen, kommentieren. Wie von Herrn Steiker schon eingangs gesagt, arbeiten wir beide in verschiedensten Medien.
es ist sicher so, dass der Raum als auch der Körper bei beiden eine Rolle spielt, wobei ich mir erlaube zu sagen, dass bei beiden der Raum nicht nur auf den konkreten Raum Feedback, oder? Der Raum nicht nur auf den konkreten Raum bezogen ist, sondern auch Dinge wie den Negativraum, den sozialen Raum und andere Bereiche abdeckt. Ein bisschen zu uncool, wenn ich das dazu mache. Hat das mit der Position zu tun, wo ich stehe? Soll ich da stehen oder soll ich das andere Mikrofon verwenden? Wäre das besser? Ich muss probieren. Oder soll ich das abschalten? Ist es so besser? Ist es so besser? 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 Ja. Okay, dann tue ich es verhalten, ist ja auch kein Problem. Und ich nehme an, dass ja für Sie all diese Dimensionen auch eine Rolle spielen. Was vielleicht auch noch gesagt werden könnte, ist, dass natürlich auch in der Figur die Ausstellung oder die Form der Ausstellung, was vielleicht auch die ganze Sache ein bisschen unterscheidet, ist, dass ja bei uns, sogar wenn wir uns mit, ich spule jetzt kurz nur vor, um den Freund zu machen, mit einem Modell beschäftigen, in welcher Form auch immer, dass dieses Modell nicht in der Kultur, ein befreundeter Kunsthistoriker von uns hat das mal so formuliert, ein Modell davor ist, wie das Architekturmodell, das ein Modell ist sozusagen, dass er gebaut wird, um danach kommunizieren zu können mit anderen Leuten, was daraus dann in echt passieren soll, darzustellen, ja. Sondern bei uns ist ja das Objekt, das kleine Objekt, das Modell, das kleine Kunstwerk, die Ausstellung an sich oft oder meistens die eigentliche Arbeit, die es ist, unter der es aufhört. Und darum gibt es dann auch Unterschiede, speziell auch bei mir, ich glaube bei beiden, wie man mit Außenaufgaben, also Außenstrukturen und wie man mit Ausstellungen mit Arbeiten im Innenraum umgeht. Kann ich da noch zu der einen oder anderen Arbeit was sagen? Die Arbeit von 98 aus Los Angeles hat schon mit Raum zu tun, trotzdem ist das keine Architektur, maximal eine geschlungene Gartenlaube. Sieht sich auf einen Heilungsapparat eines Sexologen, wie in einem Bereich, was noch macht Arbeit, das kann man nachgoogeln. Das ist ein frühes Video, das habe ich nicht mit, das ist eigentlich schade, weil ich in dem Video auch der Heldenplatz vorkommt. Hier sieht man den Blick von einer Terrasse und dahinter, um jetzt bei der Architektur zu bleiben, die Agrana Skyline, die aber vor 10 Jahren noch nicht so skyline war wie jetzt. Das ist auch ein einen Umgang von Außenraum, wenn man so will. Das ist eine Skulptur im Außenbereich des Museums für Gegenwartskunst in Belgrad von einem Nachkriegsbildhauer, einem relativ wichtigen jugoslawischen, und die hat den Titel Circulation Space, also ich sage, dieser Mode der 70er Jahre, kinetische Kunst anknüpfend, das Objekt in Bewegung und Bewegung vortäuschend gemacht. Wörtlich genommen, weil ich irgendwelche Kletterarbeiten da vollführt, die
Dinge beziehen. Sie beziehen auf Performance-Kunst, Kriegerdenkmäler, fallende Figuren und so weiter. Das ist das Nachstellen eines anderen Denkmals, das selber als Kriegerdenkmal höchstwahrscheinlich auch schon ein Nachstellen eines einer Kreuzabnahme oder anderen historischen, kunsthistorischen Vorbildern ist, also das Remake eines Remakes, die Kavalation einer Kavalation. So, das, wir haben das jetzt so portionenweise, das ist jetzt mal ein Teil Lulitsch. Jetzt übergebe ich noch einen Teil Geiger, meins ist frei. Das Sezession in Wien
1992 gebaut, vor 100 Jahren, etwas mehr, inzwischen 110. Damals als doch große Errungenschaft so der neuen Kunstpräsentation, der sogenannte White Cube, das reine Konzentrierte. Dazu vielleicht schon wieder nochmal. In dem Fall jetzt hier sind die vier tragenden Säulen, die immer wieder neu verkleidet mit einer gewissen Unsicherheit sich versucht haben zum Verschwinden zu bringen, habe ich die praktisch einfach in vier Farben ein bisschen überzogen, auch begrifflich überzogen und somit den ganzen Raum eigentlich diesen White Cube genommen. Das eine Künstlermütze zur selbigen Ausstellung. Wirklich selbstkritisch und in einer gewissen Weise da man ja doch verbunden ist. Mit dem Haus kann man das praktisch, und man auch einen gewissen Anspruch kriegt an die Inhalte und tragenden Strukturen. Kann man sich da teils auch selber lustig machen und natürlich auch die Distanz nehmen dazu. Das ist ja was ganz anderes. Das sind nur eine architektonische, jetzt mal überspitzt gesagt, eigentlich eher eine Regal-Raumlösung in einem Museum in St. Gallen. Dazu kann man nicht viel sagen, außer dass es ein Schriftzug ist, also dass es wieder von einer doch konstruierten Vermittlung geht und das. Da stand auch mal im öffentlichen Raum in einem anderen Schriftzug. Wie ist das Kindergarten? Das, was Herr Professor Stärksen schon erwähnt hat. Da jetzt bleiben wir bei der Präzision, um das einfach kurz abzurunden, wie man dazu steht. Das heißt, ich wurde eingeladen zu einer Ausstellung. Das ist eine Ausstellung zu machen. Die Ambivalenz, die man grundsätzlich zu einem Haus auch hat, die kulturpolitische, wie auch immer, also war mir damals ein größeres Anliegen auch, zumal 100 Jahre Sezession war. Hallo? Geht so? Also das, was wir hier sehen, ist ein Filzmaterial nach einem Motiv frei interpretiert von Gustav Klimt, und zwar ist das ein Fries, was unten im Keller ist. Und das Fries gehört nach wie vor dem Belvedere. Und das Präzision möchte es aber auch ganz gerne behalten, weil die größten Einnahmen und durch dieses Fries im Haus zugetan. Was mich natürlich auch also grundsätzlich immer ein bisschen gestört hat, dass man sich so touristisch verkauft und einen Symbolwert treuer ist als dem Experiment, eine Gruppe zu sein und somit auch ein bisschen freier zu sein.
Institution kann man vielleicht auch sagen, Institution, insofern kein öffentlicher Raum, wenn man natürlich Eintritt zahlen muss, aber die Institution ist unter den Häusern in Wien, die zeitgenössische Kunst zeigen, einer der meist besuchtesten Orte, somit ein ziemlich öffentlicher Ort für Ausstellungsraum. Unter anderem, wie der Markus erwähnt hat, muss man dazu sagen, eben ein Großteil der Besucher eben auch Touristen, die wegen dem Gebäude, wegen der Außenhülle und wegen dem Klimaschutz kommen. Ich kann mich erinnern, damals als junger Künstler mehrere Male in diese Ausstellung, in der Ausstellungsdauer gegangen zu sein. Es war auch faszinierend, eben diese Touristen zu sehen, die dann den Raum betraten und trotz Plastiksackern, die es draußen gab, die man über die Schuhe überziehen musste oder die Schuhe ausziehen, also trotz dieser schon körperlichen Schwelle, ja, standen sie dann in diesem Ausstellungsraum, schauten so und es dauerte lang, bis dann noch die Frage aufkam, wo ist die Kunst? Also, da kommen wir vielleicht zu Sehgewohnheiten, was ja sozusagen uns Künstler, also auch wahrscheinlich auch Architekten betrifft und höchstwahrscheinlich auch Sie in diesem Projekt jetzt, weil die Sehgewohnheiten ja auch im öffentlichen Raum kulturell geprägt sind, unterschiedliche Sozialgruppen unterschiedlich einen Raum sehen und somit vielleicht auch ein Projekt wie dieses Besucherzentrum Hofburg treffen. Wir haben eingangs die Modelle schon erwähnt, das heißt, wenn ich im Außenraum arbeite, dann arbeite ich nicht mit einer klassischen Skulptur, dann arbeite ich mit Materialien, die schon im öffentlichen Raum vorkommen, mit Schrift, mit Billboards, mit Neon und anderen Dingen, die ich Ihnen noch zeigen werde. Wenn ich im Innenraum arbeite, da habe ich sehr oft in den letzten Jahren diesen Innenraum, sprich das Museum, die Galerie, fast wie eine Art Labor verwendet, nämlich ein Labor, um das Modell danach, also nicht als Modell davor, nachdem dann was gebaut wird, sondern als Modell danach, wäre dann eher vergleichbar mit einem Tonmodell, also man baut etwas, was schon vorhanden ist, und es aus einem anderen Blickwinkel verkleinert, vergrößert, verzerrt, wie auch immer, nochmal zu betrachten und eventuell, wenn man Glück hat, daraus was zu beziehen. Und das habe ich so einen großen Teil der letzten 10 Jahre mit Denkmälern, mit modernistischen Denkmälern aus Ost und West gemacht. Das sind ein paar Beispiele davon. Das sind zum Beispiel antifaschistische Partisanen-Denkmäler aus dem sozialistischen Jugoslawien. Die sogar wenn sie im Raum so groß sind, dass man sich in dem Fall unterbücken muss, um in den nächsten Raum zu gelangen, also für den Ausstellungsraum relativ groß sind, verschieden klein und lächerlich klein sind gegenüber den momentalen, megalomanen Dimensionen der Originale. Meine sind auch nicht aus Stein und auch nicht aus Metall und Bronze und Beton, sondern aus Styropor, Spachtelmasse, Pappmaché, Abfaserplatte und so weiter. Die Farben sind dann zusätzlich verniedlichend und entmonumentalisierend. Das heißt, es sind Meditationen über etwas schon Bestehendes und vielleicht auch wie bei uns beiden gibt es ein Element der Verschiebung, also der Übersetzung von etwas. Da haben wir jetzt bei der Arbeit und auch bei diesem Panzerüberzug von dir kommt es zu einer minimalen Eingriff, entweder ein Panzer direkt oder hier im Sinne eines Nachbaus von etwas Bestehenden und in diesem minimalen Eingriff, in dieser minimalen Verschiebung, eben in diesem provozierten, geplanten Scheitern, in einer falschen Übersetzung, kommt es zu Interschwingen, eben dieser Verschiebung, wo vielleicht dann für den einen oder anderen ein Wert daraus wächst. Was vielleicht bei den Denkmälern zum Thema Sehgewohnheit oder politische und soziale Kontexte zu sagen ist,
und damit belasse ich es vielleicht auch mit dem Projekt, weil sonst verzettel ich mich zu lang. Was mich da eben interessiert hat, war nicht, wie oft aufgrund meines Namens angenommen wird von Kunstkritikern eine biografische Reise in der Vergangenheit, eine biografische Aufarbeitung, sondern mich hat speziell diese Region aufgrund ihrer geopolitischen Lage interessiert, nämlich ein Land, das damals kommunistisch war, aber zwischen Ost und West, blockfrei, was vielleicht als Begriff in den jungen Herrschaften nicht mehr geläufig ist, sondern zwischen Ost und West kulturell und politisch stand und somit auch die Architekten und Künstler Reisefreiheit hatten, im Gegensatz zum realen Ostblock, wo das bis 1989, wie wir wissen, nicht der Fall war. Deshalb gab es eben auch eine Kunst, auch in diesem Teil der öffentlichen Kunst, Denkmäler, die abstrakt modernistisch war und, sagen wir mal, in der Form zwischen Ost und West stand, belassen wir es mal dabei. Das war das, was mich da historisch interessiert hat. Das ist dann ein aufblasbares antifaschistisches Monument im Nachbau. Da geht es dann schon ein bisschen, ohne dass es Architektur ist, die Thematisierung von Architektur. Das ist auch aus der gleichen Serie, ein Architekturmodell sozusagen. Das, was man Foto leider nicht sieht, aber jedes Mal, wenn es ausgestellt war, war das spürbar oder sehbar. Da ist die ideale Höhe einer Schank, einer Barhard, war für die Besucher gar nicht notwendig, den Titel der Arbeit, nämlich die Fetito, was übersetzt so viel wie Kneipe Tito heißt, zu lesen oder zu verstehen, sondern allein durch diese idealen Höhe war der Effekt, sogar im musealen Zusammenhang, dass sofort vier Leute dran hingen, also ein unabsichtliches Glasstück. Es ist, wie gesagt, das zu plump und groß geratene nachträgliche Architekturmodell, also wieder Modell danach, der Hälfte der Tito-Brücke, die das kroatische Festland und die Insel Krk verbindet und lange die längste, glaube ich, Betonbogengeführte war. Damit beende ich wieder dieses Portionchen und dann werde ich nachher da wieder ansetzen und Sie belästigen mit den Versuchen, als Künstler noch näher der Architektur zu kommen, mit dem Wissen, dass das stimmt. Und der
im Jahr 2000. Und ja, da kann man nicht viel zu sagen dazu, dass die Ausstellung selber hatte den Titel Borderline. Das heißt, es war sozusagen knapp nach der Öffnung, nach dem Fastkrieg. Hier ein Platz, den ich rosa angemalt habe. Und zwar ist es einerseits das sozialistische slowenische Bank, Nationalbank, und das andere ist die Kulturzentrale. Das Theater auch angrenzend an diesen Platz. Ein Mehrzweckgebäude. Der Titel war Rosa Plätzchen. So etwas Sozialistisches. Neuanfang, so ein roten Platz in Moskau. Wobei man sagen muss, dass im Jahr immer schon ein sehr modernes, wenn auch Nadelöhr von dem Ex-Jugoslawien zu dem sogenannten Westen, ja. Und dadurch diese Verblassung eigentlich ganz, ganz gut gewirkt hat. Das war nur einfach die Idee, um das damals zu realisieren. Das war vor der Nazi-Zeit, die Nazis
die Machtkammer als eine der ersten Sachen, die zerstört wurde, weil es ein Denkmal für eine wichtige Linke war, nicht weil Mies unbedingt links war. Mies hat nach dieser Zerstörung weiter fleißig gezeichnet und er hat weder das in den USA groß hergezeigt, noch diese Zeichnungen von anderen Pavillons, die ähnlich wie der in Barcelona ausschauen, von die da datieren mit 36, 37, 38 und riesen Hakenkreuzflaggen raustragen aus dem modernistischen, eleganten, glatten Konstrukt. Was ich gemacht habe, war, dass diese ideologischen Insignien zu entledigen, Farbe schon erwähnt, ein bisschen zu groß geraten, absichtlich, so dass es ein bisschen zu klobig ausschaut im Ausstellungsraum und auch halb verstellt, so dass man hier vorbeischieben muss. Und der Titel ist Entertainment Center Means, nicht? Weil wenn man jetzt diese wenn man nicht weiß, woher es stammt, könnte das natürlich auch ein schlechter Entwurf sein für eben könnte dieses Modell danach auch ein misslungenes Modell davor sein. Und wie das dann so immer ist, wird man immer, wenn man einen schlechten Witz macht, von der Realität eingeholt. Und wie ich dann ein, zwei Jahre danach in New York war und einem befreundeten Kurator das Projekt zeige, hat er mir dann erzählt, dass es in der Nähe von New York ein Marcel Breuer Bürohaus gibt, das, weil Kleinstadt, Industrie dort eingegangen etc., eben keine Verwendung mehr hat, lange. Und es würde jetzt gerettet werden, aber nur, wenn ein riesiger blau-gelber Kubus drankommt einer bekannten schwedischen Firma. Das heißt, das Entertainment Center Mies oder in diesem Fall Entertainment Center Marcel oder Lajos ist durchaus, wie Sie ja besser wissen als Architekten, Realität. Das ist Acrylglas, also transparent. Das steht im Headquarter von einer großen deutschen Bank, von der Deka Bank. Somit nur so als Reaktivierung am Ende, auch wenn man die Flexibilität in vorangegangenen Generationen kritisiert und man dann eingestellt, dass man selber ja auch für was leben muss und dass dann so ein Remake eines linken Denkmals durchaus dann wiederum die Zentrale des Bösen. Ein ähnlich funktionierendes Projekt, das war Linz. Und da wir Künstler ja nicht frei sind, also da sind wir uns ja wieder ähnlich, die Architekten und Künstler, die sind ja heutzutage auch nicht frei, oder waren es vielleicht noch nie, oder vielleicht früher noch weniger als jetzt, gibt es halt Kuratoren und dann wissen die, was man macht, und dann laden wir einen ein und dann haben die meistens manchmal schon Vorstellungen, was man da genau zu tun hätte. In dem Fall wollten die sich Linz thematisieren. Und ich war nicht oft in Linz zu dem Zeitpunkt, sondern kannte das eher von Fortatur fahren und meinte dann, ja, sehr gerne, die Stadt gefällt mir so vom Durchfahren sehr gut und von Fotos, und mir gefällt, dass das aussieht wie eine zerbombte, wieder aufgebaute deutsche Industriestadt. Und das gefiel dem Kurator, diese Herangehensweise, habe ich dort eingeladen und die wollten auch etwas extrem Kritisches, etwas die Stadt, die Vergangenheit, die Gegenwart, natürlich, wenn geht alles auf einmal gehandelt, muss auch flexibel sein. Und ich habe da etwas gemacht, ein Video, wo ich verschiedene Sachen zusammengeflochten habe, einerseits eben Linz als Führerhauptstadt. Linz war ja Führerhauptstadt, weil Hitler ist da zur Schule gegangen, dann war Linz neben Nürnberg und gab sieben anderen Städten Führerhauptstadt und bis zum Ende des Krieges gab es die übermaßen Pläne zwischen Hitler und Speer, später und anderen Stadt Speer, weil Speer in der
Rüstungsminister geworden war. Also verflochten mehrere Dinge. Einerseits, dass Linz überrascht war, dass es diese Pläne für all diese Gebäude, Konzertsaal, Ausstellungsgebäude etc. gab, dass Linz in Bischof war, dass Linz in Monto, dass Linz wieder aufgebaut wurde und dann, ohne jetzt irgendjemand vorzuwerfen, dass das in der Nähe stünde, überhaupt nicht, aber diese ganzen Gebäude stehen relativ exakt dort, auch wenn sie eine andere Architektur haben, das Brucknerhaus, das Lettos etc., wo Adolf damals seine Kulturinstitutionen haben wollte. Und ich verflocht eine andere Geschichte, nämlich die Rückkehr von Herbert Bayer, seinem verlorenen oberösterreichischen Sohn, der auch wie Mies in die USA ausgewandert war, in Deutschland lebend, auch wichtiger Bauhäusler, Grafiker, Fotograf, Designer, Architekt, sicher auch, oder sage ich jetzt mal als Fan, kein Nazi, sage ich jetzt mal wohlwollend, aber durchaus in dieser Zeit wie Mies weiterarbeitend, im Gegensatz zu Mies, weil er in der angewandteren Messe aufbaut, Messedesign, Postergestaltung, also in der zweiten Ebene arbeitend, richtig viel arbeitet in der Zeit. Und darum ist eben auch in dem Video eine Aufzählung all dieser Weltausstellungen integriert, die Herr Bayer designt hat. Solche Sachen habe ich dann da verflochten. Dinge, die dann später bei der Linz Kulturhauptstadt Geschichte, zwei, drei Jahre später, durchaus von anderen Projekten, ohne dass sie von mir wussten, auch in anderer Form aufgenommen wurden. Allerdings zu dem Zeitpunkt, wie dann die Ausstellung stattfand, gab es vor der Ausstellung dann von den Kuratoren, die etwas Kritisches gestellt hatten, doch kurzfristig flattern. Und ich wurde gefragt, ob ich denn nicht kurzfristig für eine Ausstellung von drei Tagen eröffnet etwas völlig anderes machen konnte, dass sozusagen zu viel Angst gab, dass von allen möglichen Seiten auf sie eingeschlagen werden würde, was dann passiert ist. So, was passiert, wir können zu lange geredet, auf einen Springer dann ein Teil von mir. Und schon über der Zeit, zum Unterzeit, zu viel, zu wenig, völlig fahrt, völlig umständlich. Jetzt wieder den Faden zurück zur Sektion, das sind ja die Bälle der freie Ausstellung an gemeinsamen Freunden aus, der Kleingarten hat, der damals auch nicht so einfach. Das Museum für moderne Kunst in Österreich. Wobei es ja eigentlich und barock Mittelalter und Fotografie das heißt nahe moderne. Ich meine, das Moderne, die Moderne, wenn man auch immer das natürlich sowieso überdenken kann und wie man selber wahrscheinlich in einem Zyklus seines Arbeitslebens also, ja, Gefühle zur Umwelt mehrere Moderne sich hinterfragt und entwickelt. Das ist ein Ausstellungsraum, der an sich so zur Verfügung gestellt wird für nette kleine Ausstellungen im oberen Belvedere. Das, warum ich das Foto zeige, ist hinter der einen weißen Wand, die sich so ums Eck zieht, die
sichtlich davor gestellt ist, sozusagen eine kunstverdeckte Wand. Das heißt, hinter dieser Wand hängt ein großes Bild, wo man jetzt sagt, das ist zu aufwendig, das immer abzuhängen, man stellt da eine Wand davor und lädt den Künstler ein, ruhig ein paar Bilder aufzuhängen. Mir erschien es aber etwas schusselig und etwas frech, so damit umzugehen. Sprich, ich fand eigentlich, man kann den Raum nicht aufstellen, zumal es ein Durchgangsraum ist. Man kommt durch den vorderen Eingang in einen Shop, der tatsächlich mehr zu bieten hat als einen kleinen Warenwagen, und geht durch diesen Ausstellungsraum ins Café aus. Also man kann sich vorstellen, wie frequentiert sowas ist. Natürlich auch ein beliebter Ausstellungsraum, weil da viele Leute das anschauen. Ich habe da einfach einen Bodenbelag ausgerollt aus PVC und sozusagen die Kartonrolle, auf dem das Ganze aufgerollt war, so eine Art vergessen. Das wurde dann so zum Stolperobjekt und es wurde dann auch so zum Stolperfall, da das am nächsten Tag wieder weggeräumt wurde. Das überspringen wir jetzt mal. Hier eine kleine Station wieder, um eine doch anschauliche Galerie oder in Wien, ein Galerieraum, der noch moderne Galerieräume widerspiegelt, sprich diese White Cube. Ich habe ein Kunststück sozusagen als Dummy, als steht für Kunst an die Wand gehängt und die Beleuchtung, die ganz an der Decke hängt, am Boden gelegt. Somit war es, sind wir wieder fast beim Figurativen und wieder fast bei der Sezession. Also zwischendurch. Scheint es doch meistens so, dass man eigentlich sagt, wozu?
ein Projekt in Giesing, das war eine ehemalige Brauerei, die geplant, damals das ursprüngliche Projekt von Kobin und Leiter, das dann gesplittet haben und wieder zum Projekt hier umfragt haben, wir als Künstler eingeladen wurden, schon in früher Phase da mitzuwirken und sozusagen auch den Teil der Kunst dann da aus, sozusagen schon mit einfließen zu lassen, wenn geht, und sonst halt bei der Entwicklung ein bisschen dabei gespürt. Das ist ein Sozialbau, der sozusagen nur insofern sozial ist, als dass er sozial gefördert ist und dann frei verkauft wird als Einzelwohnung. Der Titel, also sozusagen meine Idee war, sozusagen eine Wohnung entlassen, rausnehmen, jetzt gar nicht die erste Bauerin. Also das heißt einfach ein Verlust sozusagen, nicht materiell zu erzwingen, aber sichtbar zu machen als Kapital. Realisierung sozusagen. Ich meine, das war durchaus auch ein Grund, weil in Zeiten wie diesem, weil das Projekt wurde dieses Jahr fertiggestellt, waren die Banken auch sehr empfindlich, sprich die Investoren, die das Ganze finanzieren. Und der Titel dieser Arbeit ist dann, oder ist immer noch, Kapital, Sozial, Radikal, Minimal. Und ja, vielen Dank, kann man dazu im Moment nicht sagen, außer dass das jetzt so ausschaut. Das ist tatsächlich ein Zufall, will es dann auch ein Loch durch die Bausubstanz entstanden. Dieses Jahr Biennale in Venedig. Insofern hier zum Zeigen, weil es, sagen wir mal, architektonisch insofern interessant ist, als dass es Ausstellungsarchitektur, den Begriff gibt es auch. Und ich wurde gebeten, im Laufe der Vorbereitungen mitzuwirken und ein bisschen das am Boden zu lassen und nicht zu designen. Wir haben ein Haus gefunden in Kreuzberg, das geeignet schien und auch glücklicherweise auch eben sehr geeignet war, weil das auch nichts gekostet hat. Und ich habe dann relativ einfach versucht, eine sehr reduzierte Herangehensweise zu so einer empfindlichen Substanz, wenn man bedenkt, dass man ein Haus besetzt hat, einfach Kunst reinstellt und wieder abhakt. Das recht so die Kunst eingeführt, dass das Haus nach außen hin auch, weil es ja ein bekanntes Objekt ist, wo die Menschen, die dort wohnen, auch das kennen, das Haus gut. Und im Dachboden dann eine kleinere Antwort, eine Intervention zu dieser Architektur, die dann praktisch zur Kunst, zum einen Kunstwerk wurde, weil das musste ich dann ja auch irgendwie noch bewerkstelligen, dass man sagt, man bespielt im Dachboden eine, also ich habe das dann aufgenommen, diese Elemente, die man unten eingesetzt hat, und habe sie oben zum Kunst
Installation, die zwar nur temporär ist, aber nicht mehr die Wände sind, an die man Kunst hängt. Und das Ganze sozusagen so zum Auflösen gebracht im Raum. Größeres und wuchtigeres hatte, war in der Zeit in Rutschos,
natürlich diese Bestrafung für die Möglichkeiten, die auch Zettel hinschreiben können, ein kleiner Vierzettel verreist oder um damit zu zeigen, dass es alles erlaubt, wenn es Sinn macht. Aber da hatte ich noch keine Lust und es gab auch die Anfrage, dass ich das mache, was mit der Architektur zu tun hat, ohne Architekt zu sein. Und dass es interaktiv ist und die Leute rein können und dann das Ding tun und so. Da Fahrberg auch so präsent war, als sozusagen das Paradies der zeitgenössischen Architektur, dachte mir, okay, was wäre jetzt das Sinnvollste, wenn die mich einladen, das zu machen, was in der Architektur nahe kommt. Haben wir gedacht, okay, das Sinnvollste ist, die Frage geht es um ein Haus bauen. Und habe dann in New York sitzend meinem Künstlerkollegen gesagt, ich werde das morgen denen schicken, den Vorschlag zu einem Haus bauen. Daraufhin der meinte viel Glück. Und ich dachte auch, dass die dann sagen werden, das ist ja interessant, Herr Dulitsch, und das natürlich ablehnen. Und dann könnte ich, wenn ein Scheitern der Kunst, wie gesagt, erlaubt ist, das dann wiederum proklamieren als sehr gelungenes, heroisches Scheitern, weil die das Konzept nicht verstanden haben oder wie auch immer. Blöderweise haben die dann am nächsten Tag gesagt, ja. So. Ich musste das in 3 Monaten über die Färbe, über SketchUp, bessere 3D-Programme beherrsche ich nicht, über die Färbe machen und mit dem Urlaub etc., was es als Sommer gibt, wurde das dann, glaube ich, auf, waren das eigentlich netto nur 5 oder 6 Arbeitswochen, wurde das von einer Fertigteilfirma dort produziert, installiert, in der Eröffnungsrede wurde mir der Schlüssel übergeben. Das Haus selber ist eben eine freie Variation, ein Remake, eben von einem Nicht-Architekt, sondern einem Künstler. Wir, ein Remake von Albert Freis, ersten Haus, Freihaus Nummer 1, Palm Springs. Aber ich gesagt, als Künstler habe ich eigentlich den Druck, gute Architektur oder Gegenwartsarchitektur zu machen, wie ein Architekt, sondern als Künstler ist das sozusagen für mich immer ein Thema, wie ein anderes Thema es sein kann. Objekt, Denkmal, Farbe, Wagenvorstellung, so der Sessel. Ja, es stand dann da und ich hatte dann mit Scherben auf, sozusagen, was ich sozusagen als junger Mensch vielen Sorgen und Plänen, aber definitiv nicht den Plan, Intention zu gehen, jetzt mit einem Haus mache, das mir geschenkt wurde, weil bei der Eröffnung wurde mir der Schlüssel übergeben. Und dieses Kunstobjekt, das aber ein reales, funktionierendes Haus war, also nach Losdefinition ein Klo eingebaut werden konnte, eine Architektur, ich etwas damit tun musste. Und dann kam die Idee, okay, ich mache ein Zentrum draus, ich stelle das irgendwo hin, wo man da aus einem Artist in Residence oder etwas machen kann. Und da ich Palm Springs weit weg ist und man aber doch irgendwie eine spektakuläre Situation bräuchte, dachte ich, ich stelle es in die Adria und habe dann das der Stadt Pula geschenkt und lange verhandelt. Und dann schaut es so aus, als ob es gelingt und dann wieder nicht. Und dann gab es lokale Architekten, die sich dagegen aufgeregt haben. Das ging und geht so seit 5 Jahren. Und in den letzten Vorträgen der letzten Jahre habe ich an der Stelle gesagt, mal schauen, was passiert. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das glaube ich, dieses Foto vom Haus, so wie es im Kunsthaus Bregenz stand, eher der Endpunkt ist. Dass jetzt der Stadtbüller ist, wie er bleibt und wahrscheinlich nicht der Rat ist, der Residenz wird. Und vielleicht machen sie irgendwas anderes Gescheites mit den Teilen. Faltbares Denkmal im Vorhang, das ist vielleicht auch ein Spiel mit Modell vor und danach, das ist ein Abguss meines Schädels, wie ein abgehackter Schädel eines Diktatoren-Denkmals, vielleicht eines Denker-Denkmals. Denker können wir auch auf der Seite von Diktatoren stehen
Und da steht von Socrates, da gehört zum Objekt dazu, der Titel der Arbeit ist Architectural Model Post-Revolutionary Playground. Also das ist sozusagen ein Modell danach, das wir tun, also das ist ein Modell davor, wir haben wirklich gebaut, weil wollen, würden und Kinderleins Schädel und Demokratie. Anderes gehört immer von Dauer, das ist nicht so weit. Ist das noch interessant? Das ist ein Video, das wird am Morgen im Flug gezeigt bei einer Ausstellung, die Stadt und das Selbstlosigkeit heißt. Das war ein Video, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe, das heißt The Moderns Vienna. Die haben mich auf so Nachkriegsarchitektur bis Gegenwartsarchitektur konzentriert, das in Schwarz-Weiß gebaut und das so ein bisschen zeitlos ausschaut. Und das Ganze mit einem deutschen Untertiteltext versehen, der so aussieht und davon erzählt, als so viel komplett zerbombt worden wäre. Und als ob die damalige politische Klasse etwas als Chance gesehen hätte und der imaginäre Planungsstadtrat oder wer auch immer dieses Pseudo-Pamphlet da schreibt, diese Chance formuliert, wie toll das ist, dass jetzt also Boden ist und dass er Chance sehen kann, die Stadt völlig neu zu bauen, dass das eine neue Gesellschaft schaffen wird, dass man Schulden, Vergangenheit und allen möglichen aufräumen wird, in den Gründen und die Geröll, das auch alle geräumt. Wird das Österreich gezeigt, wird es auch im Ausland gezeigt, je weiter man es wegzeigt und je größte Chance ist, dass die Leute, die es sehen, eigentlich nicht in Wien waren, noch größer ist die Chance, dass sie nach einer Minute kopieren, dass da irgendwas nicht stimmt und das wohl nicht die wahre Geschichte ist und nicht das wahre Wien, weil eben alle historischen Bauten sich erwarten, aus denen Wien ja auch real besteht, aber noch mehr in der Imagination als Menschen. Diese Video nicht vorkommen. So, vielleicht noch was anderes, die ich am Schluss machen würde mit dieser Sache. Das war ein temporäres Projekt im öffentlichen Raum, am Expo-Platz, vom großen öffentlichen Raum. Das hieß Mahnmal gegen den Mythos des ersten Opfers. Also in Österreich ist ja die Prozentzahl dazu, und ein Großteil der Österreicher überzeugt, dass Österreich auf jeden Fall den Täter ist. Nur zu den Opfern gehört hat. Und ganz konkret ist diese Arbeit eigentlich eine Denkmalergänzung, weil dort schon ein Stein steht von 82, damals im Prinzip, glaube ich, aufgestellt, der sich bei Mexiko bedankt. Mexiko hat im einzigen Land 38 gegen den Einmarsch protestiert hat. Und ich dachte, ich muss das ergänzen, weil da so viel von der Geschichte fehlt, die also Bestrebungen der Zweiten Republik, in der Zwischenkriegszeit gab, auch von sozialdemokratischer Seite von Großdeutschland, dass Österreich schon austrofaschistisch war zum Zeitpunkt des Einmarschierens, dass kein Gegenwehr geleistet wurde und so weiter. Und dann haben wir mit Oliver Lachkohl, beim Historiker, eine neue Gedenktafel aufgestellt mit einem bisschen längeren Text, der all diese Dinge auflistet und das mit einem Eyecatcher versehen, nämlich diesen 1973, wo die Leute von Leiten dachten, das ist eine gute, schlecht gemachte Werbung für die Radiofrequenz oder sowas, aber eigentlich ist es die Zahl, die Prozentzahl der Ja-Stimmen für den Anschluss, ein Monat nach dem Anschluss, natürlich schon unter undemokratischen Zuständen, dass schon viele Leute im Gefängnis waren, aber dennoch bezeichnend, wie hoch diese Zahl war. Das ist jetzt momentan am Zanzgerhaus, wie von Herrn Steigster eingangs erwähnt. Wir touren und noch an anderen Orten, Zagreb und Bari, Italien und etc. in anderen Sprachen auch noch auf anderen Gebäuden und prangen. Kommt kein Fragezeichen in dem Text vor, das ist natürlich von mir ein Fragezeichen gedacht, und das Fragezeichen, was Museum heute heißen kann, was Revolution heißen kann, ob diese Dinge für die Jetztzeit überhaupt in Kombination etwas heißen können. Und diese Museumsdebatten gab es ja sehr viel in den letzten Jahren, ob Museum eben ein Aufbewahrungsort, ein reiner Forschungsort für die Vergangenheit sein soll, oder ob es
ein Labor für die Gegenwart der Zukunft oder beides gleichzeitig sein soll, etc. All das wird zumindest angerissen in diesem plakativen Statement, in dieser Zeichensetzung. Zugleich wird auch diese Situation, die in Transition ist, in der Baustelle, auf eine Art auch zum Sockel der Arbeit. Und man könnte auch es so lesen, dass es auch so etwas Piratenhaftes war, dass das sozusagen markiert und so ein eigenes Museum kurzfristig macht. Und man könnte es auch metaphorisch lesen, dass vielleicht viele meiner Arbeiten der letzten Jahre an sich eine Art Museum für Revolution oder ein Museum der gescheiterten Utopien für sich sind. All diese Lesarten sind erlaubt.